Jetzt heißt es handeln. Mich zifft auch an, dass diese Ziele ständig unerreichbar scheinen. Und ich bin's leid, mit Boomern zu streiten, die Veränderung mit Verzicht verwechseln. Aber wir sind mit unserem Zug und wir nehmen sie am besten so, wie sie sind. Mama, versteh mich bitte nicht falsch. Ich hab dich lieb. Aber beim Klimaschutz müssen wir uns jetzt echt zusammenreißen. Wir können den Boomern nichts vorschreiben. Nur vorleben, dass Zugreisen einen Unterschied macht. Machen wir sie zu BBB-Boomern. Sollen die ruhig bequem sitzen, während wir Klimaschutzgeschichte schreiben?